Ja, bald könnte es möglich sein, dass jedes Mal, wenn ihr als Spieler in einem Videospiel Blut verliert, dieses Blut auch im echten Leben lassen müsst. Und warum das absolut großartig ist, da sprechen wir gleich drüber. Ja, Bloodsport nennt sich ein neues Kickstarter-Projekt, das Gaming revolutionieren will. Und tatsächlich, simple Controller-Upgrades und die passende Maschinerie und tada! Jedes Mal, wenn es euch im Spiel erwischt, blutet ihr auch im echten Leben. Dass das aber nicht total krank, sondern ungefähr die geilste Idee ever ist, liegt am eigentlichen Zweck dahinter. Das Team rund um die Idee von Bloodsport macht darauf aufmerksam, dass es unendlich viele Menschen auf der Welt gibt, die auf Bluttransfusionen angewiesen sind. Das reicht von Unfallopfern bis hin zu Krebs- und Leukämie-Patienten. Außer natürlich, okay, du gehörst zu den Zeugen Jehovas. Ah, dann lässt man sein Kind dann doch lieber verrecken, bevor es die lebensnotwendige Bluttransfusion bekommt. Aber schön, dass man sich als kleines Kind Religion aussuchen kann. Mein Glaubens-Fail-Brother. Da allerdings die Blutspendebereitschaft drastisch zurückgeht, versucht das Bloodsport-Team eben neue, ziemlich drastische Wege zu gehen. Bei Blood Donation Game Events können Spieler diese absolute Thrilling Experience erfahren und dort eben in Actionspielen wirklich richtig schön bluten. Das treibt natürlich den Adrenalin-Level unglaublich hoch und ich glaube sogar, dass es Spaß machen kann, denn das Blut, was du verlierst, wird direkt abgezapft und gespendet. Ärzte-Team dabei absolut professionell und sauber und damit ist das für mich eine echt geile Idee und ohne Scheiß, ich würde es spielen. Ich würde da hingehen zu solchen Blood Donation Game Events. Nicht nur, dass ich Freund von so völlig skurrilen Ideen bin. Ich finde den Zweck und den Nutzen dahinter halt absolut großartig. Aber wie seht ihr das? Geht euch das entschieden zu weit? Oder sagt ihr, ey, drastische Zeiten erfordern drastische Maßnahmen? Jeder, der eine geile Idee hat, wie man Leute zum Blutspenden bringt, dann doch bitte her damit. Lasst es mich wissen. Kim Jong-un, ja, unser kleiner Lieblingswicht mit der Gicht, hat er aus gesundheitlichen Gründen, wie man munkelt, länger nichts von sich hören lassen. Wobei bei ihm im öffentlichen Staatsfernsehen wahrscheinlich eine viel coolere Erklärung dafür existiert. Unser großer Führer Kim Jong-un hat jetzt mit seiner Laser-Velociraptoren-Nacktkatzenarmee endlich Amerika eingenommen. Und das ist der einzige, der ist einzig zulässige Grund dafür, dass er seit 2 Monaten nicht auf irgendeiner Parade war oder mit dem atomaren Erstschlag gedroht hat. Jetzt allerdings ist er zumindest zu halb zurück und setzt die Tradition seines Vaters Kim Jong-il fort, indem er jetzt als Kim Jong-un seine Schwester Kim Jo-Un, Yoko Kong, Kim Jo-Jong, da steht's. Boah, bei einer ganzen Sippe, die nur aus 3 Silben besteht, da kann man auch durcheinander kommen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall fängt er jetzt an, mit der Familie hohe politische Ämter zu besetzen. Wie der Vater, so der Sohn. Obwohl, als der Senior das gemacht hat, ist er daraufhin auch ziemlich schnell verstorben. Das sag ich doch nochmal, wie der Vater, so der Sohn. Vielleicht. Das Wort hoffentlich werde ich jetzt mal bewusst vermeiden. Schauen wir mal, was da so in der nächsten Zeit abgeht. Ich freue mich auf weitere Propaganda-Videos und hoffe für mich still und heimlich einfach weiter darauf, dass da mal irgendjemand an die Macht kommt, der der hungernden und leidenden Bevölkerung hilft. Und nein, damit ist jetzt kein US-Präsident gemeint. Ihr habt sicherlich noch vor Augen damals die Demonstranten und Ausschreitungen in Ferguson, nachdem der Police Officer Darren Wilson den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Michael Brown niedergeschossen hat. Mit 12 Schüssen aus nächster Nähe. Notwehr halt, ganz klar. Was auch sonst. Sahen jetzt zum Glück auch die zuständigen Gerichte so. Also zum Glück für Wilson. Gegen den wird nämlich nicht weiter ermittelt und das Verfahren wird eingestellt. Ergo, es kommt nicht mal zur offiziellen Anklage. Officer Darren Wilson ist natürlich happy darüber und tingelt jetzt durch jede TV- und Radioshow, die sich mir irgendwie offeriert, beteuert sein reines Gewissen und stellt weiterhin klar, dass er doch keine andere Wahl hatte. Was lernen die da auf der Polizeischule? Wenn Typ XY auf dich zukommt, sagt Freeze und dann schießt. Aber wär's nicht intelligenter, vorher vielleicht die Lage zu... Nein! Schieß einfach! Ich bin jetzt kein Insider, aber ich... Ja, kann man sich schon so, oder? Die Reaktion darauf, wie könnte es anders sein, exponentiell heftiger. Ferguson goes riot. Menschen kaufen sich Waffen noch und nöcher, Demonstranten randalieren, nehmen die ganze Stadt auseinander. Auch Präsident Obama musste sich wieder einschalten, nachdem in über 170 amerikanischen Städten Demonstranten auf die Straßen gegangen sind und für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung kämpfen. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Wäre sowas, auch Ausschreitungen in dieser Art in Deutschland denkbar? Eure Meinung dazu? Also deine und deine und deine auch und... Na, wenn du schreiben kannst. Hau unten rein. Cheerio! Hallo Freunde, wenn euch das Video gefallen hattet und ihr Spaß daran hattet, dann wisst ihr, Däumchen wäre ein Träumchen, freut mich drüber. Ansonsten checkt unseren Gaming-Channel oder meinen Zweitkanal. Ich wünsche euch eine traumhafte Restwoche und ein traumhaftes Wochenende. Ich für meinen Teil bin raus, muss auch noch ein bisschen Dr. Freud schneiden. In diesem Sinne, Arbeit, 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 Arbeit.